Der heimische Immobilienmarkt bewegte sich auch im Jahr 2020 auf sehr hohem Niveau. Über 145.000 Immobilien im Wert von 35,1 Milliarden Euro wurden alleine im letzten Jahr verbüchert. Das Jahr 2020 war geprägt von einer hohen Nachfrage, sowohl von Eigennutzern als auch von Anlegern und von einem in vielen Regionen knappen Angebot. Speziell Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser und Baugrundstücke erfreuten sich weiterhin großer Beliebtheit. Die meisten Verbücherungen, in Summe 28.871, waren 2020 im Bundesland Niederösterreich zu verzeichnen. Wien hingegen lag mit 9,5 Milliarden Euro beim Wert der verkauften Immobilien voran. Im Bezirk Kitzbühel wurden 2020 erstmals Immobilien im Wert von mehr als einer Milliarde Euro verbüchert. Und die teuerste verkaufte Immobilie in Österreich war ein Gebäudekomplex in der Stadt Salzburg um 89 Millionen Euro. Mehr Zahlen und Fakten zu den Immobilienmärkten in den Bundesländern bzw. den einzelnen Bezirken sind unter remax.at zu finden. Spürbare Auswirkungen von Covid-19 auf den Immobilienmarkt erwarten wir in der zweiten Jahreshälfte 2021. Sowohl im Wohn- als auch Gewerbeimmobilienbereich rechnen wir mit einem steigenden Angebot. Bei Wohnimmobilien wird die Nachfrage weiterhin hoch bleiben und die Preisdynamik wird sich mit einem steigenden Angebot weiter abflachen. Sie überlegen, Ihre Immobilie zu verkaufen? Dann nutzen Sie unser aktuelles Angebot der kostenlosen Marktwerteinschätzung. Nähere Informationen dazu unter remax.at.